Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinen Rezepten. Heute möchte ich euch das Rezept für Tomatensuppe zeigen. Besonders im Sommer, wenn Tomaten so günstig sind und auch richtig saftig und lecker schmecken, mache ich gerne Tomatensuppe und ist auch richtig super, super lecker. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Jetzt kommen wir zu den Zutaten. Ich habe richtig große, drei reife Tomaten. Eine Zwiebel klein geschnitten, eine Zehe Knoblauch, einen halben Esslöffel Tomatenmark und ein Viertel Esslöffel Paprikamark habe ich genommen. 3 bis 4 Esslöffel Reis, den habe ich gründlich gewaschen, einen halben Esslöffel Mehl, Salz, Pfeffer, getrocknetem Pfefferminz und Basilikumblätter. Ich werde erstmal damit anfangen, die Tomaten zu reiben. Ich habe erstmal die Zwiebel mit dem Knoblauch mit ein bisschen Olivenöl schön angebraten. Also ihr seht, dass ich nicht viel Öl benutze. 2-3 Esslöffel reichen völlig. Ihr könnt auch nur 2 Esslöffel. Weil viele denken, sie müssen viel Öl reingeben, sonst können sie keine Zwiebel anbraten. Man kann die Zwiebeln auch nur mit 1 Esslöffel Öl anbraten. Jetzt könnt ihr das Mehl noch hineingeben und schön anbraten, dass das so schön riecht. Und gebe dann Tomatenmark und Paprikamark noch mit rein. Das klebt ein bisschen am Topfboden, aber es ist überhaupt kein Problem. Ich werde jetzt einfach mit Wasser ablöschen, dann so und gebe die Tomaten noch mit rein. Schmeckt das mit Salz, Pfeffer und Pfefferminz ab und werde dann Basilikumblätter einfach hineinschneiden. Ich habe jetzt 2-3 Stück einfach zum Servieren übrig gelassen. Ich werde das erstmal so 5 bis 10 Minuten einfach köcheln lassen, ohne Angabe vom Wasser. Und einen halben Teelöffel Zucker kommt da noch rein, habe ich euch vergessen zu sagen. Werde ich das erstmal pürieren. Nachdem ich das schön püriert habe, gebe ich dann 200 ml kochendes Wasser rein. Ihr müsst einfach gucken, wie viel Tomaten ihr genommen habt und wie dickflüssig ihr eure Suppe haben möchtet. Dementsprechend könnt ihr dann kochendes Wasser hineingeben und gebe dann einfach den Reis noch mit rein. Wie gesagt, Reis auch, könnt ihr einfach selber variieren, je nachdem wie viel ihr gemacht habt. Und lasse die Suppe köcheln, bis der Reis gar geworden ist. Wer möchte, kann natürlich auch einen Teelöffel Sahne mit hineingeben oder einfach so essen. Also nachdem das gekocht ist, werde ich mal gucken, vielleicht packe ich dann ein bisschen Sahne noch mit hinein. Aber man kann es auch so essen. So, die Suppe ist gekocht. Ich werde jetzt nur einen Esslöffel Sahne hineingeben, mehr muss das nicht sein. Und mache den Herd aus. So, meine Tomatensuppe ist fertig. Ich habe dann ein bisschen Basilikumblätter drauf gegeben. Wer möchte, kann dann noch ein bisschen geriebene Käse darüber geben oder Parmesankäse. Ist richtig lecker geworden. Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefallen hat. Vor allem ist das schnell zum Vorbereiten und schmeckt auch lecker.
Euch wünsche ich natürlich viel Spaß beim Ausprobieren und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.